Vorsicht. Vorsicht. Moin. Oh, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Fahr Junge, weiter. Was ist da los? Fahr weg. Scheiße. Nimm den Bahnhof, nimm den Bahnhof, nimm den Bahnhof. Oh, das sind viele, Digga, das sind viele. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Was wollen die denn Ach, hier? Ach zum Teufel. Oh, wer ist das? Wenn die Schnaps finden, sind wir gefickt, ne? Das ist FFB. Warum? Das ist einfach nur eine Mischung, was zusammen ist. Fertig. Stimmt. Was ist los? Also wenn die wissen, was das ist, da ist ja nicht mal Alkohol drin. Das ist Orangen, das ist Ding, sonst ist da gar nichts. Der Besucherzeitraum ist schon vorbei. Hier passiert nichts ohne mein Wissen. Wer seid ihr? Wer hat so, das wunderschönen guten Tag. Einmal bitte alle zu der Wand da hinten, wo die wunderschöne große 7 ist. Warum? Weil es eine allgemeine Kontrolle ist. Warum? Verkehr. Von euch? Warum ist das nicht so? Wir haben den Führerschein. So, geht's bitte an die Wand. Nein, ich hab den Führerschein. Schauen. Ihr, nicht, ihr müsst euch erstmal anhören bei mir. Das wer seid ihr? Oh, das ist ja interessant. Wie heißt du? Mein Name ist Agent Smoke. Wir haben jetzt bitte alle an. Ja, komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Wir sind nerd. Nein, wir gehen, weil ich das sage, nicht weil er das sagt. Ich wir gehen, weil. Wir sagen das beide. Wir gehen jetzt nur, weil beide das sagen. Nee, wegen Helen eigentlich hauptsächlich. Digga, sei nicht so respektlos, ja? Du bist respektlos. Du bist respektlos. Der greift in meine Privatsphäre ein, Junge. Was muckst du? Was guckst du so dumm? Willst du streiten? Guckst du so dumm, Digga? Ha, was guckst du so dumm? Geil. Wichser. Baby, gib ihm! Oh, Pipi! Ich kann nicht mehr. Was? Ey, da hinten ist ein Mediziner. Ich hab mich verdammt. Das ist mein Mediziner. Das ist mein Mediziner. Können wir können jetzt mal schneller durchsuchen. Ich hab noch anderes zu tun. Ich hab Termine und so. Ey, ich brauch den Mediziner. Den Mediziner? Ich hab auf den Fresse gehauen von den Jungs. Was haben sie denn gegessen? Ananas. Chicken. Lasagne. Nee. Okay. Haben sie da irgendwie eine Unverträglichkeit? Ja, dann soll er da nee. Warten auf seine scheiß Medikamente. Ich warte seit einer Dreiviertelstunde, dann kommt das Drecks-FIB und nervt mich so, hier. So, jetzt mal ganz ruhig. Was haben sie denn? Hier sind noch zwei ich Ärzte. Ich hab Schmerzen. Okay. Weil ich willkürlich getasert werde, wie, als wäre ich ein Tier. Gut, aber das ist jetzt nicht gerade so wichtig wie er. Also, stimmt, sein Husten ist wichtig. Ey, Digga, du hässlicher Drecks-Medic. Du ey, ey, Stück Scheiße, Digga. Was ist das denn für ein Dings, Digga? Wer bist du denn darüber zu urteilen, was wichtig ist und was nicht, du Missgeburt? Ich will seinen Namen haben, wer ist das? Das ist doch richtig so gewesen, oder? Sag mir, wer das ist! Weil er ist gerade wichtiger als er. Bist du verpflichtet zu? Ist das so? Du hast mir nichts zu sagen, wer ist das? Ich will wissen, wer der Medic ist. Nein, ich höre dir einen Scheiß zu. Einen Scheiß tue ich. Nein, tue ich nicht. Ja, mal wieder, ne? Weil ich ein Tier bin. Bin ich eine Kuh? Komm mal kurz mal auf Seite. Hinter dir. Ja, ich stehe doch bei dir. Achso. Warum haben die Alkohol? Die wissen doch gar nicht, was das für ihm gesagt war. Was soll denn das jetzt wieder für ein Bullshit, Digga? Das ist doch noch nicht mal, das ist doch nicht mal. Steht irgendwo im Gesetz drin, dass das verboten ist? Ach, was im Gesetz drin steht oder nicht? Hier sind die halt eh nicht. Ich wollte gerade sagen. Alter. Ihr wisst das gleich innerhalb von den nächsten. Das wird so krank. Sobald wir draußen sind, ungefähr 3 Minuten später, wird die gesamte Stadt alles uns suchen. Ach, sollen sie, was sollen sie machen? Mach doch nur viel. Ja! Nicht lang überlegen. Also, dann ist los, oder? Ab mir hinterher zu den Taschen. Okay, yalla. Bringt mir das mit, wenn ihr wieder zurückkommt. Ja. Tasche rüber. Nein. Einer nach dem anderen, wie gesagt. Ich werde da sein, der ist verkackt. Okay, yalla.
entweder Messer oder Waffe, eins von beiden. Ist gar nicht dran. Mehr nicht. Geil, John. Dann tue ich ein Messer wieder rein. Leute, wir müssen noch Sachen liegen bleiben für die Jungs, die hier bleiben. Anthony und so, alright? Alle ready? Ja. 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 Okay, los geht's, Männer. Digga, ich hab Kacke an der Hose. Sieht man. Ei! Frank. Leg die Tasche drüber, leg die Tasche drüber. Ja, los. Okay, let's go. Bleib nicht mehr. Ich glaube, wir kommen nicht drüber. Okay, sammelt euch hier in der Ecke, sammelt euch in der Ecke, kommt, wir sammeln uns hier in der Ecke, hier in die Ecke. Kommt. Hier so noch einmal. Okay. Nee. Wir kommen da nicht drüber, vergiss das. Wir nehmen die vorne hoch, wir nehmen die vorne hoch. Scheiße. Ja, wer weiß, wie viele da vorne sind, für das ja, das wird jetzt jemand für uns checken. Mein Gott. Ich geh den Tor oben und nimm den Typen da oben aus. Ja, 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 das sollten wir wirklich tun und das ist sehr wichtig, ich geh mit. Wie gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der vor dir veracheckt, wie viel da stehen und wo die stehen. Wir müssen jetzt vor dir veracheckt, wie viel da stehen, aber nur ein Auto vorbeifahren. Haben die den gerade oben erschossen? Okay, okay, beeilt euch. Das ist Aluminium drin. Ruf dann gleich Chips an, bitte. Chips, hast du ein Handy? Ja. Okay, ruf gleich Chips an, bitte, ja? Guckt aber, dass hier niemand verletzt, weil das hängt uns sonst richtig an, Digga. No. Digga, ich hab so ein bisschen Stacheldraht am Bein und dann, das ist. Du musst gleich bei der Marschall, bei der Leitstelle anrufen. Du musst dafür sorgen, dass die nach hinten zu dir kommen, alright? Sind Nummer von denen? 933. Moment. 933. Ja, Autos. Ja, wenn die zweimal rufen, Digga, wollen die alle hierher locken. Dumm. Genau die falsche Ecke, die sich ausgesucht haben, ja. Wir müssen nach vorne. Ich hör grad nix. Ruf mal jemand da bei denen an. Hat jemand Handy von euch? Nee. Ich hab Handy. Wen soll ich anrufen? Deine Wie Leute viel ist vorne los vor der Gefahr? Es hörte sich nach Finn Sky. Scheiße. Am Arsch, Digi. Bin am Arsch. Fickness. So, ihr beiden. Ihr geht jetzt da durch, ja? Ihr geht da durch, yalla. Schleuse aufmachen. Sofort. Schnell. Schleuse aufmachen. Bisschen schneller drauf. Auf geht's. Wir haben gar nicht ewig Zeit. Drei Matches-Komponenten angelaufen, ne? Los. Macht auf jetzt. Zieht mit Waffen auf uns. Ja, wir machen. Los, schneller. So lange sitzen, Bruder. Digga, wir werden jetzt. Scheiße auf. Warte, Seite, vorne auf. Ich bin. Jetzt. Moment. Seid ihr jetzt? So, einmal weiter. Ich will das nicht. Ja, das. Die Tür ist zu, mach auf! Ja. Hallo, komm, die Tür ist zu, ich muss durch! Genommen ja. In einer JVA verfickt. Ey, zurück, stopp, zurück! Leute! Lady mit schwarzen Haare! Zurück, hinten! Leute, das macht doch keinen Sinn! Du läufst weiter nach hinten, komm! Hinten aufmachen, setz. Hinten? Ey Jungs, macht mal keine Faxen, Mann, wir werden es übelst zu spüren sonst bekommen. Glaub mir, wenn wir jetzt rausgehen, ficken die uns! Ist mir scheißegal! Ich raus will hier. Das nicht, Jungs. Hört auf! Alter, ich hab keinen Bock zu sterben. Frank? Ach, die Scheiße jetzt auf! Ja, die haben mich drin als Geisel genommen. Im Knast wurde ich als Geisel genommen. Geil, okay, oder? Was soll ich tun, Leute? Tür auf! Tor auf! K-
keine verfickte Ahnung, was hier abgeht. Mach die Schleuse auf, ja, ich mach Scheiße. Doch schon, ich mach doch schon, ist doch gut. Oder hast du Bock, Marshall hier zu sehen? Nein, das ist doch in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Rauf! Ist in Ordnung, rauf! Mach auf jetzt! Auf, Baby, ich hab Bock. Kommt doch, stell dich irgendwer rein! Rein. Ein Jalla! Voll! Ja, Mann! Baby! Woo! Fahr, fahr, fahr! Ja, ja, wir trennen uns. Aha! Geil, Baby! Baby, das nenne ich geil! Hey, hässlich, was geht? Was geht? Junge, du bist hässlich? Ja, Mann. Ist er wirklich? Ich fühle mich gerade wie neu geboren. Du bist gar nicht gerallt, wir standen auf dem Berg und dann... Bruder, ich sehe nur, ich sehe euch nur in dem Zaun rumrennen. Reißvoll. Ich bin direkt... Au! Au, au. Ist egal, das war nur ein bisschen scheißegal! Ich bin direkt hingesprintet und wir haben erstmal die zwei Marshalls hopfen. Haben wir irgendwo... Scheiße, ich muss meine Klamotten loswerden. Ja. Wir müssen... Ja, Klamottenladen wird schwierig, Alter. Ja, Mann. Doch, es gibt einen, oder? Warte mal. Ja, nee. Scheiße. Ganz oben, Palito. Ja, da würde ich... Scheiße, Digga. Wie gefällt euch meine Perücke? Ich wollte gerade sagen, Digga. Ich dachte schon, ich wäre dicht, Alter. Also, ich glaube, ich bin auch dicht, aber... Digga. Echtes Pferdehaar. Nee, das ist wirklich echt hart. Das hat mich richtig gekostet. Oha. Vorsicht. Vorsicht. Moin. Oh, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Junge, was ist da los? Fahr rechts. Gib ihm. Gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Ja. Gib Stoff. Ja. Digga, es sind zu viele da. Die verfolgen uns jetzt. Digga, Digga, die haben Cage komplett eingenommen, die Cops. 8000 Cops am Cage. Heli auch da. Am Cage sind 8000 Cops, die haben den Cage komplett umzingelt. Ja, hässlich wollte sich umziehen, ich wollte es dir nur als Info geben, Digga. Ja, den habe ich doch schon eingesammelt, Bruder. Ja klar, wir sind offen. Ja, ich weiß, Bruder, ich weiß, ich weiß. Immer diese Blatz, ich hasse die. Ja, die sind voll frech immer auch. So, hässlich, reinrennen. Okay, jalla. Was sollen die denn als Geisel halten? Ja. Sind gerade am PD. Wohin sollen die kommen? Hierhin? Ja, die sind, keiner soll denen folgen. Die sollen Umwege fahren. Nein, nicht Cage, nicht Cage. Digga, Cage ist cool. Und seid mal achtsam auf die Tür. Am Ende sind 1600, 600 Bullen hier drinnen. Ich hoffe, jeder von euch hat Waffen. Klar, ja, man muss den Cage los, das war... Ja. Oh, jetzt ruft mich Haley an. Hallo? Hässlich, was geht? Was schick siehst du aus? Es geht, ja. Alter, was hast du denn gekauft? Ey, aber jetzt mal auf Scheiß, ne? Am Cage sah aus wie Afghanistan, Digga. Ja, Mann. Junge, jetzt bist du echt hässlich. Oh, Junge, was hast denn du für ein Kind, okay. Alter? Das ist ein richtiges Uppercut-Kind, Alter. Ja, pass auf. Ich guck nach oben, nee. Und du liegst. Nee, ich mein, das ist gut zum Treffen, wenn ich dir ein Uppercut geben will. Junge, sag, wie du aussiehst, wie Machete, Digga. Machete Kills. Er ist Machete. Machete Kills, Alter. Was sind die Tattoos? Boah, da hier hinterm Hügel bei den Gleisen. Oder? Ja, ich komme mit dem Sultan nicht auf die Gleise. Aus? Nee? Ja, okay. Ja, perfekt. Ich rufe die Gleise sofort nochmal an, okay? Bleibt da erstmal. Und versteckt. Das Licht aus? Ja, oder, Jungs? Ich sehe das. Ich habe irgendwie ein Ast. Ja, nee, es ist auch. Das Ding ist, kriegen wir irgendwie eine Info, wenn der Transport losfährt? Ja. Hab ich für besorgt. Bisschen kurz, nur lass mal zu dem Revolter, damit wir nicht so viel dingsen müssen. Abfahren, wir machen vorne schon mal zu. Wir stellen die Autos quer, machen vorne schon mal zu. Dann bitten wir die auszusteigen, neben Frank mit, haben wir irgendwo einen Platz im Auto noch, hier bei euch. Frank fährt bei euch im Revolter mit. Von uns steht noch hinten. Oder er steigt auf die BF. Steht der Kamacho hinten? Ja, der steht hinten. Das Ding ist, alles im Auto noch. Das Ding ist, date euch am besten diese Rohre, die rechts am Highway da sind. Da ist doch rechts so ein Parkplatz.
Ja. Fährt euch doch da mit den beiden Autos hin, wenn der Konvoi an ja. euch vorbeifährt, dann fahrt okay. ihr 30 Minuten. Hat jemand die Nummer von euch zu Hakim? Ja. Nein. Ja, ich fahr hin. Und dann gebe ich jemandem, der, aber ihr müsst mit dem kommunizieren, ihr müsst euch absprechen, meine Zugreit. Ich gebe euch die Nummer von Hakim, dann sollte ich sie mal ja, einen aufschreiben. Auf 173? Ja. 241. Sprecht euch mit Hakim, ja, 241. Sprecht euch mit Hakim ab, wann ihr zugreift. 241. Und wir machen hier vorne, schreibt uns dann eine SMS. Dann, wenn ihr das Auto seht, falls ich keine kriegen sollte, seht ihr, wann die Kolonne hier durchfährt. Dann schreibt einem von uns eine SMS, damit wir hier vorne Bescheid wissen. Und dann machen wir vorne hinten zu, holen Frank raus und vorne ab. Okay, nicht zu lange labern, ich wollte jetzt mit dem Ding. Ihr koordiniert euch mit Hakim, ne? Habt ihr die Nummer von dem? Ja, dann abfahrt. Okay, perfekt. Achso, für Info, T-Bahn ist wohl festgenommen worden. Was? Was machen wir, wenn die Kolonne zu groß ist? Was machen wir, wenn die Kolonne zu groß ist? Wenn die noch größer wird? Was von T-Bahn sagen? Müssen wir trotzdem riskieren. Der ist wohl festgenommen worden. Wir ziehen durch. Wir ziehen das durch. Entweder wir stehen alle zusammen oder wir fallen zusammen. So, so ein Ding ist das. Ja, dann der kommt doch T jetzt auch ins Krankenhaus, oder nicht? Ich denke mal schon, kann sein. Dann müssen wir halt einen nach dem anderen. Genau. Jo. Digga, hat einer von euch Klopapier mit? Das ist immer lang. Als ob du jetzt kacken willst. Ich muss richtig kacken gerade. Digga, ich auch. Digga, fickt euch, jetzt nein. Jetzt nein, nicht schnell, du bleibst, Digga. Ja, dann mach halt deine Arschbacke zusammen. Digga. Komm her, ich drück dir den Schiff wieder rein, Penner. Ich kann jetzt Papier von Brownie geben, also Papier drauf, das kannst du nicht abwischen, aber sonst ist es leider nicht auffällig sein. Sobald uns ein Bulle hier sieht, funken die direkt durch. Ja, Mann. Ja, die können hier nicht stehen bleiben. Eben. Hinter den Hügel hier, lass doch hinter den Hügel. Ja, lass hinter den Hügel. So, ich habe hier hoch, kommt ihr, dann steht ihr hinterm Busch. Ja, dann warte ich noch auf die SMS von Hanna und dann. Nee, jetzt nichts Wichtiges. Perfekt. Du musst mit denen auch telefonieren, nicht mit uns. Und einer von denen telefoniert damit vorne. Ja, die haben... Alles klar, Sir. Sir, haben die alles im Auge, Sir? Ja, sicher. Oh. Wunderbar, Sir. Ich bin stolz auf Sie, Sir. Dankeschön. Ab dem heutigen Tag werden Sie befördert, wenn das hier alles glatt läuft, Sir. Go. Die Heli hat Scheiß auf den Heli. Ist jetzt hinten? Der Heli war doch vom Anfang an klar. Nicht hier! Andere Seite! Bleib! Bleib sitzen! Bruder, Herz. Lass die Leute nicht sitzen bleiben, wenn sie einen raushauen. Da sind die, oder? Hier sind unsere Leute. Oh Mann. Was suchen die denn hier? Ach doch, es sind. Nimm den Bahnhof. Das sind zu viele, Digga, das sind zu viele. Digga. Oh, der Heli. Abhauen, Abmarsch. Ab nach Palito. Jetzt ist die Kacke, der Heli Scheiße. Ist in der Scheiße, Digga. Alter, wie viele waren das? Ich hab ja, gesagt, das sind zu viele. Schnell. 100 Millionen. Hans, lass in deinen Zirkus. Warum haben die denn auf der anderen Seite nicht angerufen, wie viele sind? Ja, wieder Dulli, Digga. Einfach wieder Dulli-Aktion. Ja, das verstehe ich halt nicht. Wenn da drei waren oder vier, könnte man ja was reißen, aber das. Digga, was ist das für eine Absprache? Ja. Die war. Digga, das war David gegen Goliath. Junge, das hätte richtig Suizid geben können, ne? Ja. Alter. Ja. Dass ein Heli dabei ist, das war mir zu 100%. Digga, fahrt weiter, das hat keinen Sinn. Damit die euch nicht kriegen, ihr habt Sultan, die verfolgen uns. Das ist nur die eine BF, die uns verfolgt? Das ist noch eine von. Nee, das ist doch eine Akuchu, ne? Ist doch von uns. Ah, das ist von uns, okay. Ja. Alter.